Put these foolish ambitions to rest. Ja moin, schönen guten Abend zusammen. Viele Grüße an auch an Fräulein Holunder zurück. Danke für die lieben Grüße, Simon. Und hallo Simon, moin Mario und guten Tag Kai. Alles okay bei dir? Hoffentlich geht euch gut und ihr hattet einen schönen Mittwoch. Meiner war sehr angenehm, denn ein Mittwoch hinter mir ist ein Tag näher am Wochenende. Und das ist gut so. Und ich habe heute ein klein bisschen später angefangen, weil ich vorher noch eine Runde gezockt habe und das hat tatsächlich etwas länger gedauert als geplant. Aber ich denke, das könnt ihr mir verzeihen. Ihr seid ja alle sehr gutherzige Menschen. So. Ja, und ich würde sagen, wir gönnen uns heute nochmal eine Ründchen. Ründchen 007. Also ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel dauert, aber die Missionen an sich gehen ja durchaus flott. Also kann ich nicht glauben, dass das Spiel allzu lange dauert. Na, wo waren sie? Sie waren im Kofferraum
unter der schwarzen unter dem Boden, sag ich jetzt mal, wo man den Ersatzreifen hat. Die lagen einfach da drin. Ich habe keine Ahnung, wer sie da reingetan hat, aber ich habe gedacht, ich krempel nochmal meinen kompletten Wagen um. Also ich habe wirklich überall nachgeschaut und dann waren die einfach da. Wer zum Fick, vor allen Dingen wie? Es lagen ja eigentlich die ganze Zeit Sachen da hinten drauf. Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Die blauen Kofferer sind besonders schön, von wem hast du die nur? Bin mir nicht ganz sicher. Es hat mir irgendeine sehr gönnigende Persönlichkeit gegeben. Keine Ahnung. Danke, Lotti. Mua. Ich glaube, das Problem an der Sache ist nur, dass ich momentan, ich würde ja sagen, ich könnte sie potenziell tragen. Aber es ist momentan tatsächlich einfach zu warm dafür. Das lässt sich aber sicherlich nochmal irgendwie in Zukunft arrangieren. Wenn es dann nicht mehr so unglaublich warm ist und mein Kopf darunter schmilzt. Weil ich meine, also mal ganz ehrlich, ne, auch an alle anderen hier, also optisch sind die schon, wo sind rechts und wo ist links? Glaube ich, egal. Die sind halt schon, ne? Mal so hier so, ne? Ja, guck mal, was doch. Mal? Doch, also. Fühlen sich einfach gut an. Und die Dinger steckt einfach so viel Liebe. Ah, geil. Schöne Dinger. Im Kern, Leute, kenne ich ja nun auch. Irgendwie nicht 1-1 verbunden. Ja, ja, doch. Also kann man ja am Namen erkennen. Laser Panda sind halt offensichtlich die beiden Herzmenschen. Nanaki ist übrigens Simon, Laser Panda ist Kai. Nur damit ihr wisst, von wem ihr hier mit wem redet. Wieder meine ganze Freundeschar hat sich hier versammelt. Gut. Genug Freund, Gelaber, Gebla. Schießen wir ein paar böse Buben über den Haufen und schütteln unser Martini. Schön ordentlich abends so. Hm? Müssen wir mal gucken. Der sollte ja optimalerweise auch das, was ich letztes Mal gemacht habe, gespeichert haben. Das nicht. Laden. Memory Card. Laden. Memory Card, Nintendo Game Gear, keine gültig gespeicherten Daten. Das ist ja. Mission wählen. Das ist ja. Schade. Dass der nicht gespeichert hat. Oh doch, guck mal, er hat ja doch gespeichert. Sowas aber auch. Sachen gibt's. Na, sowas. Da ist ja. Hat er doch, man muss halt nur gucken, wo. Aber ist ja gut, dass er doch gespeichert hat. Ne? Also, ich mach da mal weiter. Ich habe letzten Endes halt einfach ein Safe State gesetzt. Das passt ja. Er war mehr als nur ein Betrüger. Er war ein genaues genetisches Duplikat Griffins. Kurz gesagt, ein Klon. In der Nachricht, die Sie von Griffins Computer aus erhalten haben, wurde eine Firma erwähnt. Malprev Industries, mit Sitz in der Schweiz und führend in der Biotechnologie. Schweiz natürlich schon wieder. Weiß, dass die Firma in die illegale Förderung menschlichen Klonens verwickelt ist. Bond, Ihre Mission lautet, in Malprev Industries einzudringen und belastende Informationen zu sammeln. Sie werden als der Journalist Somerset auftreten, der einen Interviewtermin mit der Firmeneigentümerin und Geschäftsführerin hat. Befinden Sie sich im Gebäude, suchen Sie nach Hinweisen auf Malprevs Pläne. Für diese Mission stellen wir Ihnen eine Mikrokamera für empfindliche Materialien zur Verfügung. Ihren QN-Schlüssel können Sie nutzen, um sich in Malpraves Zentralcomputer einzuloggen. Mhm. Mit der Q-Fernsteuerung können Sie elektronische Signale aufnehmen, die dann verwendet werden können, um den passenden Computer fernzusteuern. Mhm. Okay, reingehen, alles über den Haufen schießen. Habe ich verstanden. Kriegen wir hin. Aber in die Schweiz können das Stäben Besuch abstatten. Der wird sich freuen, wenn ich da mit meinem Q-Entschlüssler vor seinem Schloss rumspiele. Mr. Somerset? Hier entlang, bitte. Interessantes Outfit. Ich fürchte, Ihr Interview mit Miss Malprev verzögert sich etwas. In der Zwischenzeit können Sie ja den Ausblick genießen. Aha. Scheint mir auch so.
Na, gut, dass sie überhaupt nicht bösartig aussieht. M, ich habe Adrian Mulgrave getroffen. Sie war in der Botschaft in Rumänien. Sammeln Sie Ihre Informationen, 007. Sie haben nur wenig Zeit, bevor Sie feststellen, dass Sie weg sind. Finden Sie Ihre Beweise und verschwinden Sie, bevor Sie eingesperrt werden. Und ich habe eine goldene Knarre. Wo habe ich die denn her? Fancy. Dinge suchen. Ah, hier brauche ich anscheinend irgendwas für. Das ist auf jeden Fall ein Knopf, das ist auffällig. Ah. Das ist schon mal schlecht. Es gibt einen Eindringling. Lassen Sie nicht entkommen. Oh ja, zielen an der Konsole. Ach, ich liebe das. Ich habe jetzt das Gefühl, da kommen jetzt jede Menge Leute nach. Habe ich unendlich Munition oder nicht? Okay, anscheinend nicht von der MG. Und ich bin auch irgendwie gleich tot, habe ich das Gefühl. Ich laufe einfach mal da hinten. Ah, nee, anscheinend kommen nicht unendlich Gegner. Das ist schon mal gut. 007. Ah. Das Satellitenbild müsste klar zu sehen sein. Q-Laser. Nein, Q-Laser. Stopp. Haha. Yeah. Langsam, leise, unauffällig. Kann ich hier irgendwas einsammeln? What? Oh, hi. Nein. Ah, er hat Alarm ausgelöst. Hat er? Hat er nicht. Okay. Ah, mit Q vom. Ah, okay, mit der Kamera fotografieren. Okay. Kamera. Nein, Alter! Kamera. Einsatzziel erreicht. Und jetzt weg. Sehr, sehr geiler Typ. Joker, danke für deinen Prime-Sub. Und einen wunderschönen guten Abend. Ruhe jetzt. Sie müssen weitere Beweise finden, 07. Verdammt. Mehr als ein Beweis? Gott, ist das Arbeit. Ich habe nur noch 7,5 Minuten. So eine Scheiße. Okay, da kann ich anscheinend nicht hochspringen. Oh. Kann ich hier oben was fotografieren? Baby. Hier arbeitet Baby und da, wer arbeitet da? Baba? Nee, Bella. Cool. Sam, moin. Einen schönen guten Abend. Wie geht es, Madame? Hattest du einen schönen Abend? Oder einen schönen Mittwoch tatsächlich? Oh, warte, ist das wichtig? Nee, das ist Kunst, oder? Doch, das ist wichtig. So, das? Nein, das ist nicht wichtig. Anders hier sammeln Daten vom Hauptrechner ab, okay. Oh. Ich glaube, es sind schon alle tot. Ist ja eigentlich egal, wenn ich jetzt Alarm ausgelöst habe, oder? Der Hauptrechner dürfte ja wohl der sein. Geht, arbeitet wie eklig. Geht's euch? Ja, soweit gut. Komm mal gerade, quasi gerade frisch aus dem Urlaub. Das geht wohl nicht. Das geht auch nicht. Ah. Piep, piep. Klingt gut. Okay, klingt nicht gut. Moment, muss ich irgendwas entschlüsseln? Es ist nicht mehr viel Zeit, 007. Wo ist der Hauptrechner? Also kommen wir quasi gerade frisch aus dem Urlaub, aber ansonsten läuft das eigentlich momentan. Heute ist Benjo Bergfest bei Sam U. 007, die Zugangskarte für das Zentralcomputersystem muss funktionieren. Natürlich. Aber hatte Sam Benjo nicht schon durch? Was?
Muss ich die Karte auswählen? Ah, ja, muss ich. Hä? Muss ich, warte. B? Hallo? Wo ist das zentrale Computersystem? Ah! Hä? Was muss ich tun? Oh Gott. Okay. Hier? Na, ach, das war die Kamera, scheiße. Wo ist die Karte? Ah! What? Es gibt gar keinen Computer. Der Computer ist a lie. Ach, wenn GLaDOS das wüsste. Das Ding hier? Nee, oder? Das ist ein Modell. Da komme ich einfach nur in die anderen Räume rein. Da kann ich schleichen. Ich will aber gar nicht schleichen. Ich will schießen. Ach, ich muss rund. Gut gemacht, 007. Sie haben sich selbst Zeit gespart. Hab ich? Solange wie ich behindert durch die Gegend gelaufen bin? Ruhig. Schlaf. Oh. Okay, was? Geht euch nur Kazooie? Achso, ach genau, es gibt ja noch Banjo-Tooie und Banjo-Tree gibt es nicht. Versuch mal Obion, Simon. Außerdem gibt es jetzt... Okay, let's go. drei verschiedene Banjo-Spiele. Ah ja. Obion. Aber ist Banjo-Tree nicht... Gab's das jemals? Also ich weiß, es gibt irgendwie Banjo Nuts and Bolts oder wie das heißt, aber ich zähle das jetzt einfach mal nicht dazu. Defender, Faust, Goldwaffe. Ja, das sieht doch. Ich glaube, das brauche ich potenziell später noch. Defender. Oh. Piu piu. Da ist der, da ist der! Bin ich nicht? Eigentlich bin ich gar nicht hier. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert, Bitch. Und Raid! Fellcoat! Butzelein! Einen wunderschönen guten Abend! Fernbedienung, Laser, Kralle, Karte, Kamera, Fernbedienung. Ein Schlüssel, da! Nice. An alle, schießen, sobald Mr. Bond gesichtet wird! Oh! Also okay, also schießen, sobald ich gesichtet werde. Gut, dass ich zuerst schieße. What? Oh. Nein, nein. Hey, aus, Schluss. Böse Kerle. Böse Boom. Ja, genau. Du auch. Wachen, legen Sie Mr. Bond auf Eis. Aber Vorsicht, it's cool, man. Und wie ist bei dir noch gelaufen, Felix? Spiel durch? Bestimmt, ne? Das Spiel ist durchgespielt. Strategiespiele gehen in der Regel sehr schnell. Das ist ein Hauptcomputer dann. Hauptcomputer, natürlich. Ja. Muss ich das nicht hier? Warte. Das ist wahrscheinlich zwei Gegner werden auf einmal getriggert. Ja, komm. Mach mal tot. Oh Gott. Ob jetzt einfach mal, da kommen keine mehr. Munition von dem Zeit, von der Waffe habe ich jede Menge. Das sollte erstmal reichen. Die Gegner scheinen alle nur da hinten rauszukommen, ne? Das ist gut. Habe ich noch nichts übersehen? Nein. War jetzt runtergeladen? Knöpfchen drücken? Depot-Alarm abgeschaltet. Datenport-Alarm abgeschaltet. Hätte ich das vorher machen können? Dann wären gar keine Gegner gekommen, oder? Anstrengend. Letzte Schlacht war sehr teuer in Reparaturkosten. RIP. Bei mir hängt der Ton total hinterher, bei euch auch.
Mach dir mal keine Sorgen, Kai. Das nächste Mal, wenn wir uns dann irgendwie treffen, können wir zusammen gemeinsam hinterherhängen. Dann bist du nicht so alleine. Das ist okay. Ah, weiter geht's. Wo sind wir? Sieht überhaupt nicht verdächtig aus. Eindringling! Nein, gar nicht. Oh Gott. Ah! Shooter auf Konsole kann ich. Kann ich mich vor allen Dingen heilen? Das ist die große Frage. Lüstung. Lüstung ist Liebe. Oh oh. Er hat Alarm ausgelöst. Arschloch. Türen verriegeln, bevor er entkommen kann. Ich bin quasi der Rambo unter den Geheimagenten. Ich bin so geheim, jeder weiß, dass ich da war. Huiuiui. Ich meine, wenn niemand mehr lebt, kann auch keiner sagen, dass ich da war. Und wenn keiner sagen kann, dass ich da war, bin ich quasi geschlichen. Weil mich niemand bemerkt hat, oder? Blech. Mehr Lüstung. Oh, Liebe. Nee. Oh, ah. Eine Leiter. Das wird wohl leider nichts. Das ist mit dem Kopfhörer nicht, oder wie machen wir das? Nee, die behalte ich jetzt. Ich habe sie gefunden, ich behalte deine Kopfhörer. Ganz einfach. Ich muss sowieso noch zur Post. Ich kann dir die rein theoretisch morgen per Post auf den Weg bringen. Muss mir dann nur nochmal deine Adresse schicken, weil ich die jetzt wahrscheinlich nicht im Kopf habe. Goldene Waffe, nee. Faust, nee, nee. Habe ich noch einen Defender? Nein, habe ich nicht. Na, das sieht doch verdächtig aus. Kann ich dich lasern? Anscheinend nicht. Krallen? Nein. Karten. Kann ich nicht Karten. Kann ich die Kamera an? Geblitzdings. Okay, ich habe keine Ahnung. What? Oh. Wo kam der denn her? Muss ich dich drücken? Und benutzen Sie Ihre Q-Fernsteuerung für die Schalttafel. Das müsste die Türsperre aufheben. Machen wir sie. Fernbedienung. Das müsste die sein, ne? Aha. Sehr nett. Nice. Dankeschön. Dann kann ich sie dir auf den Weg bringen. Okay, das hat schon mal geholfen. Aber gerade so realisiert, dass ich eigentlich schon tot bin. Ungefähr so. Aber wenigstens kann ich hier direkt neu starten. Das ist gut. Und bevor ich da rausgehe... Ja, es muss reichen. Knöpfchen drücken. Gut, dass sie aber das auch einfach nicht mitkriegen, ne? Nicht sehr angenehm. Alle tot. Basis wird verriegelt. Speintüren schließen. Türen verriegeln, bevor er entkommen kann. Ja gut, wenn ihr die Türen verriegelt, dann gehe ich halt drauf. Hallo? Basis hallo? Verriegelt. Hä? Was? Steuerung ist wieder top in dem Spiel. Ach, ich liebe Shooter auf Konsole, die sind immer so toll. Aber wenigstens habe ich jetzt noch ein bisschen Leben, das ist gut. Ah, da ist er. Bond, benutzen Sie Ihre Q-Fernsteuerung für die Schalttafel. Das müsste die Türsperre aufheben.
Hup. Wenn ich weggehe, kommen die hoch, weil das wäre sehr praktisch. Wenn ich nämlich jetzt runtergehe, bin ich komplett im Feuer von denen. Schnappt ihn! Schnappt ihn! Schnappt ihn! Schnappt ihn! Hier ist auch ein Q-Anti-High-Spray. Ist das nicht das aus dem ersten Batman da? Oh nein, ich glaube, das gibt's leider nicht. So schade es ist. Alter, der bewegt sich, wenn ich auf ihn ziele. Okay, weißt du was? Fuck it. Wie viel Schuss habe ich? 8 reicht nicht. Okay, nehme ich nicht. Alter. Steuerung, ne? Ich hasse es. Aha. Ich mag das nicht. Nee, ich gehe jetzt rein. Tschüss. Oh ja. Und Munition für etwas. Ach, für die Knarre natürlich. Da ist auch Munition. Und Rüstung. Oh, Liebe. Eigentlich ist das Spiel gar nicht so schlecht. So, wie zum Dödel komme ich jetzt hoch? Oh, okay. Ich hätte einfach nicht runterspringen dürfen. Das war mein Problem. Aber hier unten gab es Rüstung und Munition. Also, habe ich gemacht. Das müssten eigentlich doch alle gewesen sein. Wechsel einfach die Challenge von GameCube auf alle PC-Spiele, denn dann hast du das Problem mit Shoot auf Konsole nicht. Ja, das Thema hatten wir ja gestern, wo ich dann auch so gesagt habe, eigentlich mag ich mein Leben dann doch noch irgendwie ganz gerne. Also lassen wir das erstmal. Wow! Warum? Nein, okay. Kann ich bitte irgendeine Waffe auswählen? Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt haben wir keinen Stream. Gestern war ja auch Dienstag. Und wie gut, dass jeder weiß, dass Gerrit dienstags nicht streamt. Nein, nein. Ach, fickt euch. Geh nach Hause. Tschüss. Türen verriegeln, bevor er entkommen kann. Ich gehe nach Hause. Reden wir schon länger. Vor allen Dingen, wie die Raketen durch den Gegner durchgeflogen sind, fand ich hyperrealistisch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Langsam, aber sicher. So, Laser brauche ich nicht, brauche die Fernbedienung hier. Bond, benutzen Sie Ihre Q-Fernsteuerung für die Schalttafel. Das müsste die Türsperre aufheben. Lulululu. Yikes. Ah. Soweit so gut. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, hoffentlich kommt kein Gegner mehr. Scheiße. Ah!
Warum hält der so viele Kugeln aus, der Penner? What? Die haben mich ausgeschmissen, die Schweine. Nein. Wow. Moin Pizza Ninja, schönen guten Abend. Und willkommen im Kanal, am Kanal, um Kanal. Ja gut, das haben wir schon gehört. Hoffe, geht's dir gut, du hattest einen schönen Mittwoch. Ich meine, letzten Endes habe ich das natürlich nur gemacht, weil Pizza Ninja jetzt erst dazugekommen ist. Deswegen wollte ich das Ganze nochmal von vorne machen, damit der gute Kerl oder die gute Dame auch nichts verpasst. Wobei, Ninja ist, glaube ich, ein Typ. Ansonsten wäre es ja Ninjerin. Okay, wenigstens weiß ich jetzt hier, was ich machen muss. Das ist schon mal gut. Habe ich andere Waffen? Nein, ne, ich habe nur die... Nee, habe ich nicht. Steuerung. Meint, weiß ich eigentlich, was ich tun muss? Tür ist verschlossen. Alter! Steuerung! Das hat eben besser funktioniert. Wenn er, ja, danke, wie geht's euch? Doch, ich kann mich nicht beklagen, mit der Ausnahme, dass ich Shooter auf Konsolen spielen muss. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Muss man freundlich auch so. Ich meine, es ist immer noch besser als Madden. Auch wenn da wahrscheinlich Joker anderer Meinung ist. Aber es ist halt trotzdem einfach nicht so geil. Irgendwie hat das eben deutlich besser funktioniert. Was? Ah. Wir sollten Mr. Somerset nicht herzlich willkommen heißen. Okay, die sind soweit erstmal alle tot und ich lebe noch so gerade. Ist schon mal gut. Du wirst ja mal besser. Ha, fick dich, Kai. Warte, was? Habe ich die Karte jetzt eingesammelt? Doch, hatte ich, ne? Ja, muss. Könnte, muss funktionieren. Ah. Doch? Keine Ahnung. Man muss nur weggehen. Ich habe tatsächlich von vorne neu anfangen müssen. Ich bin irgendwie... Ach, da unten steht sogar im Menü, sehe ich gerade. Verbleibende Leben 1. Also wenn ich zu häufig sterbe, muss ich eine Mission anscheinend komplett von vorne anfangen. Ist ja eklig. Kunoichi ist bei die weibliche Form von Ninja. Ja, aber Ninja Nin geht meines Wissens nach auch. Sag ich jetzt mal. Klingt auch besser. Scheint wenig maddening. Es ist maddening. Damals geführt auf der Couch mit Pizza und die ganze Nacht das Spiel gespielt, das war der Hammer. Oh, ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen im Multiplayer, ist ja so ein bisschen wahrscheinlich wie GoldenEye von N64, nur halt ein anderes Spiel, Agent im Kreuzfeuer auf dem Gamecube. Aber Bock macht das wahrscheinlich definitiv, wenn man sich mal an die Steuerung gewöhnt hat. Das Satellitenbild müsste klar zu sehen sein. Hi, du auch hier. Defendeur, du warst nicht wichtig, da ist auch nichts wichtig. Ah, nein! Erster Shooter an der Konsole. Ah, Hass. Und ja, ich habe Mühe gegeben, mich zu verstecken. Hat man ja wohl gesehen, wie ich. Oh. 007. Das Satellitenbild müsste klar Warte zu mal. Sehen sein. Warum kamen gerade keine Gegner? Momentchen mal. Ah, vielleicht muss ich das Spiel einfach verstehen, damit ich es weniger nicht mag.
passiert? Was ist denn passiert? Was ist denn da los? Oh, das ist aber praktisch. Ich habe Einschläferungspfeile. Oder sowas in der Art. Das sind sie wahrscheinlich. Wie praktisch. Dafür sind die Dinger auch hier, damit man schleichen kann. Bond ist ein Schleichspiel. Damn. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, in dem Teil konnte man den Multiplayer-Leute mit dem scharfkantigen Hut erledigen. Scharfkantigen Hut? Spielt man in dem Spiel Raiden? Gibt's auch so ein... so ein Enterhaken, mit dem man Leute zu sich herziehen kann und sagen kann, get over here! Aha. Er verschwindet. Aber... ich kann ihm trotzdem folgen. Glaube ich. Oder? Hüb? Ah, doch, da ist er. Geht doch nichts über einen guten alten Einschlafkugel. Eine Einschlafkugel in den Kopf. In den Kopf? In der Kopf. Kopf. Kamera. Klicki bunti. Einsatz wieder erreicht. Nice. So, wenn ich die anderen alle soweit erledigt habe. Diese Satellitenbilder. Ich muss gerade mal gucken, wo die sind. Sicherheitsdienst. Es gibt einen Eindringling. Lassen Sie nicht entkommen. Tja, wo ist der Eindringling, ha? Huh? Ja, ich bin quasi unsichtbar hier hinten. Es gab auf jeden Fall einen Enterhaken zum Klettern im Multiplayer, wenn ich mich richtig erinnere. Nice. Wäre natürlich noch cool, wenn man den Enterhaken auf andere Leute anwenden könnte. Oh. Hat. Wir sollten Mr. Somerset nicht herzlich willkommen heißen. Nein, ich will nicht die goldene Waffe, ich will... Kann ich jetzt nicht einfach gehen? Sie müssen weitere Beweise finden, 007. Schweig still, du Schlurch. 007, die Zugangskarte für das Zentralcomputersystem muss funktionieren. Muss funktionieren. Dann probieren wir das einfach mal aus. Ah. Jetzt habe ich das Problem verstanden. Ah, shit. Ich darf einfach nicht den falschen Knopf drücken. Das ist alles. Oh. Ah. Was heißt nochmal der Hauptcomputer? Könnt ihr auch einfach nicht nochmal kommen und mich in Ruhe lassen? Nein, ich will nicht einen Raketenwerfer nehmen. Bitte nicht. Der wäre eben so unglaublich unbrauchbar. Das ist es nicht. Das war es nicht. Das ist auch nicht. Was war der fucking Hauptcomputer? Was muss ich... Ah nee, die Satellitenbilder muss ich noch fotografieren. Wo waren die nochmal? Alter, ich habe Gedächtnis wie so ein Sieb gerade. Das sind sie nicht. Hier waren das, oder? Meine ich? Kamera. Nicht? Ich bin so lost. Das hatte ich. Bist du ein Satellitenbild? Hm, anscheinend nicht. Es ist nicht mehr viel Zeit, 007. Klappe halten, ich weiß, wo sind die Bilder? Hä? Und so viel zum Thema, das habe ich eben schon mal gemacht. Ja, ja, ja. Hast du schon Mission Impossible auf dem Gamecube gespielt? Nee, habe ich noch nicht. Gib mal Ausrufezeichen Challenge ein, dann kannst du sehen, was ich bis jetzt gespielt habe. Ich habe da versucht, ein
einigermaßen schönes Dokument zu hinterlegen, wo man sehen kann, was ich bis jetzt gemacht habe, welche Bewertung ich ihm gegeben habe und so weiter und so fort. I don't fucking get it. Wo zum Fick sind die Satellitenbilder? Das nicht? Das hier sind doch Satellitenbilder. Ich hoffe, von euch hat keiner Epilepsie. Falls doch, tut mir leid. Das ist interessant. Okay, zu meiner Verteidigung. Von hier sieht das einfach aus wie moderne Kunst und ich habe mir gedacht, nee, das ist nicht wichtig. Moin Rena und moin Bienchen, einen schönen guten Abend. Schön, dich endlich wiederzusehen. Ja, ich war ja eine ganze Zeit lang im Urlaub, sage ich jetzt mal. Aber bin jetzt wieder frisch am Start. Wie ist es dir so ergangen, meine Liebe? Hattest du ein paar schöne Wochen? Und jetzt muss ich doch, glaube ich, hier noch, oder? Nee, warte, die Daten im Hauptcomputer sind weiter unten, meine ich. Immer noch so lost. Okay, alles klar. Nicht den Raketenwerfer, nein. Sie haben sich selbst Zeit gespart. Habe ich das wirklich? Ich bin mir da immer noch nicht so sicher. Hey, du! Okay. Bin ich gar nicht. Ja. Steh vor dem Gegner und treffe nicht mit der Schrotflinte. Das kann auch nur von mir kommen. Okay. Oh, hier sind Granaten. Das wusste ich gar nicht. Kann ich, bevor ich... Kann ich hier... Oder Namen abgeschraubt. Ja, die treffen ihren Schrotflinten jetzt auch nicht so knorke, muss ich sagen. Bin ich aber gut. Wir brauchen die. Nee, das ist der Entschlüssel, braucht man dafür. Bup, bup. Bup, bup. Und hier auch noch. Bup, bup. Sauber. Okay, wir kommen voran. Junge, 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 Junge. So weit würde ich nicht gehen, aber wenn man den Bürgerreflex mag. Wer mag ihn nicht? Wahrscheinlich viele. Zwei Stunden in der Challenge übrig. Nein, nein, das wird also nichts. Was? Ach ja, stimmt, warte. Ich muss die Challenge ja noch verlängern, weil ich zwei Wochen in Urlaub war. Warte mal. Anna, Punkt. Verlängern um. Ja, geil. 14 Tage. Zack. Hat einfach mal 2.000 Zeug in Harry Potter. Also, auf der schön alle Leute Challenge in die Punkte in die Challenge geben. Ich habe sie gerade nochmal um 14 Tage verlängert, weil ich ja 14 Tage nicht da war. Das ist nur fair. So. Und du bist vorbei, bin seit dieser Woche in der Berufsvorbereitung. Und wie ist dein erster Eindruck von der Berufsvorbereitung? Bist du mit dem, was du bis jetzt gesehen hast, zufrieden? Also allzu viel hast du wahrscheinlich noch nicht machen können darin, schätze ich mal. Ich muss eine Woche durchgehend stehen, weiß nicht, was besser ist. Du musstest eine Woche durchgehend stehen? Was hast denn du gemacht? Warum musstest du denn eine Woche stehen? Wir brauchen endlich mal für die modernen Konsolen einen Port von allen James Bond. Das Ganze schnell bitte, hab sowas vom Bock, das zu zocken. Und dann, wenn man die Ports hat,
Am besten nochmal schön mit vier Leuten bei sich im Wohnzimmer treffen. Schön bei sich im Wohnzimmer treffen, Pizza bestellen, ein paar Bierchen kalt stellen, Multiplayer, eine Map, die man früher mal geliebt hat und dann ab dafür. Und ich stehe dann daneben und will mitspielen und werde immer abgeschossen, weil ich das Spiel nicht kann. Aber das ist okay. Solange die anderen Spaß haben, bin ich bereit zu leiden. Für euch. Und dann zeige ich euch den Mittelfinger, weil ihr alle Arschlöcher seid und mich die ganze Zeit tötet. Aber ich nehme sowas natürlich nicht persönlich. Ich bin ein ganz entspanntes Kerlchen. Ich bin die Ruhe selbst. Wie Würfelix hast du dir schon lange abgewöhnt, Gerrit. Wenn ich mir so angucke, was ich hier so spiele teilweise und dabei nicht würge, hast du wahrscheinlich sogar recht, Rena. Ja, definitiv. Wann die GTA Remaster so schlecht? Das ist halt so gar nicht meine Richtung tatsächlich. That's what she said. That's what she blacked. Okay, das ist, ja, nee. Kam nicht so lustig rüber, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe, aber ich denke mal, Kai wird da dran seine Freude haben. Farbe, Bereitungskram haben wir gemacht und da die Berufsvorbereitung noch nebenbei umbaut, haben wir uns die verschiedenen Standorte angeschaut. Ah, welche Standorte? Vorbereitungskram, alles klar. Und welche Standorte habt ihr euch angeschaut? Und auf, ah ja, genau. Hinstellen muss man sich auch noch. Oh Gott, Arbeit am Abend. Da steht sehen. Finde es gut, wie du lesen kannst. Das sollte euch inzwischen nicht mehr überraschen, dass ich manchmal einfach nicht dazu in der Lage bin, das zu lesen, was ihr so geschrieben habt. Aber dafür seid ihr hier. Ihr wollt ja mit dem Finger auf Leute zeigen und sagen, haha, doofi. Dann sage ich, haha, ja, schade. Aber ich kann damit leben. So, als erstmal. Erledigt ihn. Schweigekugeln. Nein, Typ. Nein! Alter, ich hasse das! Ich hasse Shooter an Konsolen! Es ist so zum Kotzen! Nein, 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 nein! Ja. Okay. Huiuiui. Haha, doofi. Ich liebe dich, Kai. Stimmen die zu 100% zu, vermisst die Zeit der vielen Couch-Cop-Spiele. In gewisser Weise schon, ne? Und heute, ich meine, man kann das zwar heute auch noch machen, aber irgendwie, vermutlich weil man alt ist und jede Menge Geld ist und viel zu viele Spiele gezockt hat, hat das so, ich würde nicht mal sagen, so ein bisschen die Magie verloren? Nee, eigentlich nicht, wenn man ein gutes Spiel hat. Wenn ich so hier, Felix, ne? Wenn ich noch so daran denke, war zwar nicht zwingend Couch-Koop, aber als wir das erste Divinity gespielt haben, ne? Einfach anfangen zu zocken und dann irgendwann um 3 Uhr morgens, nee, warte, 5 Uhr morgens sich wundern, warum zum Geier geht die Sonne auf? Gutes Zeug. Berufsschule, Hauswirtschaft, Metall und Elektro. Ah, Metal und Elektro, also Electric Callboy. Verstehe ich das richtig? Wenn ja, sehr gut. Fernbedienung ist es nicht. Oder? Das war die Fernbedienung. Okay, dann erstmal jeden falschen Knopf drücken. Nimm dieses Scheiß. Was ist das? Was ist das hier? Oh. Hab ich ihn wenigstens? Wow, what? Okay, falls jemand fragt, wo die Babys herkommen, anscheinend materialisieren sie sich hinter einem und schießen dann auf dich. Scheiß auf den Storch. Das sind Anime-Gegner, die teleportieren sich hinter dich und schießen. Gerrit, können wir dich überreden, etwas zur Nachhilfe für Lesetraining zu gehen und nebenbei auch noch zu Voice-Acting-Kursen? Nein. Können wir dich irgendwie dazu bringen? Ich denke nicht. Voice Acting? Ich akte doch so schon manchmal auf, wenn ich rede. Da brauche ich nicht noch weiteres. Bringt ihn raus! Okay, jetzt muss ich zum Gegner. Aber hier ist doch. War hier nicht auch einer? Nein.
Wo? Ja, das funktioniert. Und da oben müsste, glaube ich, noch einer stehen, ne? Oh ja, warte mal. Ah, was? Was? Wo kommen die denn schon wieder her? Ich schwöre bei Gott, ne? Alles Arschies. Oh. Junge, Junge, Junge. Man kommt in dein Date mit Klings und Pokémoner Battles. Oh, stimmt. Ich muss gestehen, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das müssten wir eigentlich auch noch machen. Ich müsste mal fragen. Theoretisch kann man das an einem Wochenende oder so machen, hätte ich jetzt gesagt. Bietet sich, würde ich sagen, an. Also, das ist interessant. Ich stand halt direkt vor ihm, aber er hat mich irgendwie nicht getroffen. Der ist genauso gut mit der Schrotflinte wie ich. Gar nicht. Kai, schon eine coole Socke. Ja, Socke auf jeden Fall. Wow. Nö, 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 nö. Nö. Au. Potzenkopf. Habe ich hier vielleicht irgendwie... Habe ich da oben vielleicht sowas wie... Lüstung? Straßenbahnkabelbond, es ist Nein. Ihre einzige Chance. Nein! Alter! Ich hasse das Lalala nochmal von vorn, weil es so schön war. Ah. Ja, nur Schrotflinte auf Distanz war sein Typ. Ja, manchmal treffe ich halt damit und manchmal halt nicht. Es ist interessant. Ich weiß, oh Gott, ich will eine Maus, ey. Ich Das Satellitenbild müsste klar zu sehen sein. Plopp. Mann, 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 ey. Einer weniger. Gut, dass der das halt einfach nicht mitgekriegt hat. Ich finde das manchmal schon lustig. Du bist auch ganz lustig. Wie ist es momentan wirklich heißes Wetter? Ja, es ist, was heißt heiß? Es ist auf jeden Fall ziemlich schwül, würde ich sagen. Aber ich meine, es war heute so um die... Ging eigentlich. Also 25 Grad war schon warm, aber ich würde nicht explizit sagen richtig heiß. Weil die meiste Zeit war es auch etwas bedeckt bei uns. Es ist eigentlich verhältnismäßig angenehm, gerade wenn es so, sagen wir mal, 25 Grad ist, bedeckt und ein Wind weht. Das ist so meine optimale Temperatur, würde ich sagen. Da freue ich mich am meisten. Schule mit Controller sind Beste. Schule und Maus sind halt echt Anus. Zelda, warum bist du eigentlich so, wie du bist? Irgendwas stimmt da doch nicht. Da ist doch irgendwann irgendwas schiefgegangen. Gibt es damals keine Speicherpunkte, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass man alles von vorne spielen muss. Ja doch, also du siehst jetzt im Menü unten verbleibende Leben. Ich habe halt so und so viele Leben, um eine Mission durchzuspielen. In bestimmten Punkten gibt es Speicherpunkte in dem Level, aber halt nur, solange ich noch Leben habe. Und wenn die Leben dann weg sind, muss ich das komplette Level wieder von vorne starten. Not a fan, but I can't choose.
Muss ich leider mitleben. Das ist ja, geil. Zelda 25 hat einfach mal 110 Zeug von Harry Potter 2 auf der PS2 gepackt. Sind schon 45% geschafft. Danke für die Punkte, Zelda. Wo ist der Laser? Da ist der Laser. Okay, er hat nicht mich gesehen. Okay, das war ich jetzt zu langsam für. Die Steuerung ist halt echt so bläh. Blärk. Wie viele Lebenversuche habe ich in echt? Steht nirgends. Ich würde sagen, try and error, oder? Einfach mal gucken, wie lange du das Leben neu anfangen kannst. Komm rein. Put, 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 put. Bring deinen Arsch! Ich will weitermachen. Das ist so das Schlimme, finde ich, an so Schleichspiel. Das ist dieses ewige Gewarte. Kann ich sowas nicht spielen wie Bulletstorm? Läuft einfach. Schnurstracks da vorne, Ball ist alles über den Haufen. Über sind Explosionen und jeder ist glücklich. Guck mal da oben! Möwen! Moin, Reaper! Einen wunderschönen guten Abend! Ich hoffe, es geht Madame ganz wunderbar und... Oh. Nein. 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 007, die Zugangskarte für das Zentralcomputersystem muss funktionieren. Ja, muss es allerdings. Da bin ich aber auch der Meinung. Möwen, Möwen, Möwen. Ja, wie schaut's bei dir aus? Hattest du einen angenehmen Mittwoch? Oh. Beats? Ten Pits? Dankeschön, Dämon. Vielen Dank dafür. Eigentlich hätte das jetzt auch unten in der Leiste angezeigt werden müssen, aber anscheinend wollte es das nicht. Ich glaube, das muss ich mir nochmal angucken. Aber danke fürs Testen. Gut, dass ich mich auf dich verlassen kann. Moment, Schrotflinte, Schrotflinte. Und noch ein Raid. Moment, ich muss gerade, ich habe keine Schrotflinte. Ach, Kacke. Hey, du! Bumschakalaka. Wax, moin, schönen guten Abend. Ich grüße dich und deine lieben Raider. Schaut's aus bei dir, alles gut. Ich hoffe, du hast eine fantastische Menge Fortschritt heute gemacht. Hier war noch irgendwo, da sind Granaten. Und ich habe ein Foto gemacht. Ich hasse es. Steuern ist so... Wir kommen soweit eigentlich auch ganz passabel voran, würde ich sagen. Und zwar so gut, dass ich dieses Level jetzt schon zum dritten Mal spiele, einfach weil es mir so gut gefällt. Und nicht, weil ich ein paar Mal gestorben bin. Jedes Mal natürlich zu Unrecht. Nein, das Spiel ist einfach klasse. Und Steuerung von Shootern an einer Konsole sind natürlich grundsätzlich Liebe. Deswegen dachte ich mir, gönne ich mir nochmal, das war das Falsche. Das muss ich, okay. Einmal dich. Und einmal deine Wenigkeit. Da kann ich. Ich kann mir jetzt sogar noch die Rüstung holen, die da hinten ist. Die habe ich nämlich eben gar nicht gesehen. Oh, die Bits kommen an. Hab noch 65 zum Testen dann. Ja, dann würde ich aber sicherheitshalber, wenn du wirklich noch testen möchtest, einfach warten, bis ich das nächste Mal nochmal getestet habe. Es sollte nämlich eigentlich funktionieren. Was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass die Emotes mit dem Chat angezeigt werden. Das habe ich nämlich heute auch noch spontan eingebaut. Gehst du bitte auf? Eingebaut. Und das funktioniert. Das ist ja schon mal etwas. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. So, und jetzt, hier ist nämlich, das geht jetzt so ein bisschen an Pizza Ninja. Das wäre jetzt ein Save Point. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe und noch Leben habe, starte ich hier neu. Mach mal im Alter doch noch mal einen Führerschein. Ach, du machst einen Führerschein. Schau mal einer an. Ja, dann viel Glück auf jeden Fall dabei. Die kosten halt im Moment wahrscheinlich gefühlt eine halbe Leber, vielleicht auch eine ganze. Aber Schaden tut's wahrscheinlich nicht, einfach mal einen zu haben, wenn man mal irgendwo hin möchte. Lief gut heute, das Spiel ist nicht gut. Dachte nur, 7 ist in der Ära gut. Also ja, ich will nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Ich habe halt einfach Probleme mit Shooter-Steuerung an Konsolen. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach... Mein Hirn versteht nicht, was der Controller und was das Spiel von mir wollen.
Das Einzige, was funktioniert, ist Metroid Prime. Aber das ist halt auch weniger Shooter und mehr ein First-Person-Action-Adventure. Abseits davon kannst du bei Metroid Prime halt auch einfach anvisieren. Das kannst du hier halt leider nicht. Hallo. 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 Okay. Keiner da. Nee, eher nicht. Dann hole ich mir jetzt auch nochmal Rüstung. Da ich inzwischen weiß, wo die liegt. Türen verriegeln, bevor er entkommen kann. Nichts gibt's, bin weg. Tschüss! Das ist ein Shoot auf Konsole. Wie groß ist dein Selbsthass, bitte? Ja, mein Selbsthass ist ja. Mein letzten Endes, ich habe auch schon Madden gespielt, also sollte sich die Frage eigentlich erübrigen. nochmal Führerschein, warum? Wahrscheinlich nicht nochmal, wahrscheinlich eher erstmal. Kostet Niere und Erstgeborenes? Ah ja, gut. Ich meine, solange man das noch nicht an Satan geopfert hat, um das nächste Jahr eine gute Ernte einzufahren, sollte das, denke ich, gehen. Richtig. Richtig geiler Scheiß. Bond, benutzen Sie Ihre Q-Fernsteuerung für die Schalttafel. Das müsste die Türsperre aufheben. Bada-bada, bada-da. Ines, ich habe noch ein bisschen Schuss, das sollte funktionieren. Vielleicht bezahlt meine Firma meinen bald mit deine... Okay, was? Echt? Also wenn deine Firma deinen Führerschein mitbezahlt, wäre natürlich richtig Knorke. Das hätte ich auch gerne gehabt. Ich musste meinen Führerschein für meine Firma machen, aber die hatten mir nicht bezahlt. Vor allem, wenn ich überlege, was das Ding damals schon gekostet hat und was wahrscheinlich heute kostet. Ist ja fast wie eine Gehaltserhöhung. Wie sind die Skills gefragt? Na, das kann man natürlich auch so sehen, ja. Ich meine, Skill ist eh, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Also, was im Urlaub? War ja Montag nur ganz kurz da. Urlaub war cool. War ja eine Woche in Wacken. War auf jeden Fall cool. War nur leider ein klein wenig matschig. Die zweite Woche wollte ich ja eigentlich zu dem Summer Games dann slow, wo mich Brütsch zu eingeladen hatte. Aber da konnte ich dann halt leider Gottes nicht. Muss aber auf jeden Fall nochmal nachgeholt werden. Also, da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Prost, Mario. Badam, 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 badam. Badam, bam, 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 bam. Warum zum Fick habe ich nicht getroffen? Hihi. Okay, das funktioniert. Das funktioniert auch. Bum, 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 alle tot. Auch du tot. Gucken, ob hier noch einer rein spawnt. Kann man nachladen. Anscheinend nicht. Alle tot? Hallo? Mario? Okay, alle tot. Sehr schön. Rüstung gönnen. Muni gönnen. Ab geht das. So, lernen Reaper lernt jetzt. Alles klar, dann lern mal schön für deinen Führerschein. Freue mich, kann ich die Autos, die ich toll finde, auch fahren. Nicht nur anglitzen. Was hast du denn für ein potenzielles Vehikel im Auge, das du dir gönnen möchtest? Oder das zumindest mal fahren möchtest? Au! Au! Schloch. Ja, der erklärt die Steuerung. Naja, Kacke. Nein, die Steuerung ist halt letzten Endes Panzersteuerung. Das heißt, Analogstick vor, zurück, nach rechts und links drücken ist halt drehen. Mit dem C-Stick nach rechts und links drücken ist so nach rechts und links gehen. Und nach oben und unten mit C ist halt hoch und runter gucken. Es fühlt sich halt einfach strange an. Ich weiß nicht, ob das... Es ist aber auch nicht gang und gäbe, oder? Normalerweise bei den Shootern heutzutage ist es doch so, dass du, wenn du auf dem Analogstick rechts und links drückst, dass du dich eigentlich nach rechts und links bewegst. Und wenn du auf dem C-Stick nach rechts und links drückst, müsstest du doch eigentlich nach rechts und links gucken. Kann ich das in der Steuerung irgendwie umstellen oder so? Gibt keine. Shit. Sollte ich vielleicht mal im Optionsmenü oder so nachgucken? Ich wollte mir morgen den Ferrari aus der Werkstatt abholen. Ferrari. Da fahre ich lieber ein... Was fahre ich denn eigentlich ganz gerne? Ich glaube, mein Lieblingswagen früher schon war eine Dodge Viper. Die fand ich irgendwie immer sexy. Ferrari ist immer so, ja, hat ja jeder. Oder so einen schönen alten Ferrari wie aus irgendwie Outrun-Spielen oder sowas in der Richtung. So 80er-Jahres-Stil.
gutes Zeug. Piep, piep. Ich hab mir hier Tür und Tor geöffnet. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Hallo? Gehst du mal bitte hinüber. Verfolgt ihn, bevor er die Bahn erreicht. Okay. Okay, dann... Sieht mich der Dude? Was habe ich denn für Waffenwahlen? Der hat mich echt doch getroffen, der Penner. Das gibt's nicht. So ein Hundesack, Sohn. Okay, jetzt muss ich nochmal aufs Dach, weil ich wissen will, ob ich da potenziell... Ne, da komme ich wahrscheinlich weiter. Ah. Ich habe gehofft, ich würde da oben irgendeine Rüstung oder so finden. Monatorsteuerung einfach ändern. Ja, könnte ich, aber dann würde ich ja cheaten. In meinen Augen. Und ich will nicht cheaten, deswegen... Ach Gott, Hilfe, ey. Ja, hier bin ich eben runtergeflogen. Ganz großes Kino. How do I, what do I... Ja, okay, jetzt mit zwei Leben da lang ist natürlich... Alter. Auch mega. Kann ich vielleicht noch auf das Dach? Dann kann ich eigentlich anscheinend nicht so, wie es aussieht. Na gut. Das Gefühl, da kommen jetzt Gegner, die knallen mich ab und dann alle tot. Oder ich tot. Oder? Nein! Oh. Deswegen hasse ich die Steuerung. Ich wollte nach rechts gucken, drücke automatisch mit dem rechten Stick nach rechts und dann laufe ich rechts runter. Ah! Ich hasse das. Ah, Gerrit sitzt... Ah ja, genau, richtig. Aber mit dem Schwanz wedel ich nicht. Auch wenn du das gern sehen würdest, Kai. Nein, nein, nein. Fahre wir mir allein von den Reparaturkosten, die sind ständig im Eimer zu teuer. Ist ein fairer... Ja gut, keiner hat was von Kosten gesagt. Einfach nur von haben. Bezahlen kann jemand anderen. Ich leiste mir doch keinen Ferrari, ich bin nicht doof. Ich mache lieber was Vernünftiges mit meinem Geld. Bier oder so. Muss ich hier irgendwas machen? Im Moment. Jetzt nochmal vorsichtig hier hin und versuche jetzt nicht irgendwo runterzufallen. Aber ich muss ja offensichtlich hier irgendwie lang. Was muss ich in diesen Haken hängen? Ich hätte jetzt gesagt, Alter. Ich wäre schon wieder fast runtergelaufen. Ich hasse das. Lasern bringt nichts. 60.000, hast du 60.000 Punkte? Oder 50.000? Warum unnötig, unwirtschaftlich, nervig? Wenn schon unwirtschaftlich, dann DeLorean, DMC-12, Lamborghini Espada, Jensen Interception oder Jensen FF. Okay, und da hört schon auf. Ich hab Lamborghini habe ich schon mal gehört. DeLorean, okay, ist das Ding aus Zurück in die Zukunft, glaube ich. Jensen Interceptor, Jensen FF, ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass es eine Firma gibt, die Jensen heißt. Ich kenne Johnson und Johnson, habe ich mal von gehört. Aber da hört es ja noch auf. Bumblebee. Ah! Ich schwöre bei Gott, diese verkackte Steuerung ist alles andere als natürlich. Ich bring mich noch um, ey. Nicht freiwillig, wohlgemerkt. Aber was soll ich machen? I don't get it. Einsatzziele. Seilbahnkabel zum Flüchten verwenden. Was für ein Kabel? Das da? Kabel? What?
Was für ein Kabel? Hä? Alle teuer. Also den ganzen Wagen, worum es geht, dachte ich mir schon, dass die alle verhältnismäßig teuer sind. Und moin Freeze, schönen guten Abend. Jensen Interceptor ist geil, ähnlich dem Nissan 240Z. Okay, es sind wahrscheinlich beides Autos. Habe ich mir das Spiel, die Elder Scrolls Oblivion bei jemandem angeschaut. Das Spiel ist gut gealtert. Also, ach ja, stimmt, es gab ja vor Skyrim gab es ja noch ein anderes, ne? Ich wollte gerade sagen, Moment mal, hä? Oblivion? Hieß das nicht anders? Ich habe Oblivion halt tatsächlich ernsthaft ewig nicht mehr gesehen. Ich habe es versucht, mal mit jeder Menge Mods zu spielen, aber irgendwie ist mein Spiel dann die ganze Zeit abgestürzt. Ich glaube, ich habe es etwas überlastet. Oh, warte, oh. Nicht oh? Nicht oh. Okay. Still don't get it. Ich hätte gesagt, ich muss da oben dran, aber... Was soll ich tun? Er hat gerade gesagt, irgendwie Fernbedienung hier vielleicht bei den Dingern benutzen? Computer sagt nein. Ich bin so ratlos. Hä? Svenja, was zum Fick muss ich hier tun? So ein schöner Datsun ist auch nice. Der ist bestimmt richtig gut. Ja, das ist, das ist ein Auto. Nicht nur Autos, Gerrit, sehr, sehr schöne Autos. Wer Reifen und fährt, ist ein Auto. Oder eine Seifenkiste. Bobbycar. Catcar, Alter. Ja, Mann. Okay, jetzt kommen wir zu den interessanten Teilen. Catcar, Junge. Ich war früher mit meiner Familie mal, mit meiner Familie ist gut, ich mit meinen Eltern, meinen Brüdern mal in Luxemburg auf so einer Farm im Urlaub. Die hatten Catcar mit einem zweiten Sitz hinten drauf. Wie geil war das denn? Ging ab wie die Luzi. Keine Ahnung, wer Luzi ist, aber die geht auf jeden Fall ab. Genau wie das Catcar in Luxemburg. Mega. Wen war der letzte gute Elder Scrolls? Skyrim sagt was anderes. Und Skyrim Reichweite. Bin auf Starfield gespannt, wie das wird. Starfield habe ich tatsächlich auch gesehen, da hat mir der Fellcode von berichtet. Das sieht halt tatsächlich auch ziemlich geil aus, aber das, was mich momentan am meisten interessiert tatsächlich, ist jetzt übernächstes Wochenende Armored Core 6. Das wird sich gegönnt und dann wird da richtig reingesuchtet. Aber Starfield sieht auch sehr interessant aus. Das Problem bei Starfield ist wahrscheinlich eher, das ist so ein Spiel, da kann man dann wieder mehrere hundert Stunden rein versenken oder noch mehr. Und die Zeit muss man halt einfach mal haben. Ich bin halt über 30, Leute. Ich habe halt nicht mehr so viel Zeit wie früher. Aber ich habe genügend Zeit, in einem alten Gamespiel durch die Gegend zu laufen und nicht zu wissen, was zum Fick ich tun soll. Mit der Karte kann ich nichts machen, Kamera kann ich nichts machen, Fernbedienung, nö. Ja, Leute. Der Red, du hast beim Spiel nicht falsch gemacht, das Spiel ist so und stürzt ab und zu mal ab. Ja, gut, ich meine, natürlich kann das Spiel gelegentlich mal abstürzen, aber als ich es halt gemoddet habe, ging halt gar nichts mehr letzten Endes. Also ich konnte das Spiel nicht mal starten, ich habe es gestartet, es ist eigentlich immer abgestürzt. Ah! Also habe ich wahrscheinlich schon irgendwas falsch gemacht. Im Sinne von zu viel Mods. Stell dich vor den Haken und drück A. Ja, wunderbar. Toll. Scheiße, ey. Meine Aufmerksamkeit überrascht mich halt immer wieder. Mein
mein Können, mich ins Spiel reinzuversetzen, ist herrlich. Okay, let's go. Ab geht's. Nacht des Schakals. Neue Stalker, solange ich denke, es wird. Ich habe bis jetzt tatsächlich noch nie Stalker gespielt, muss ich sagen. Das Auto hat eine Hupe. Welches Auto jetzt? Das Catcar, mit dem ich in Luxemburg gefahren bin. Ich glaube, das hatte in der Tat eine Hupe, ja. Mega Ding, sage ich dir. Was ein Gerät. Für mich sind alle Spiele nur Beiwerk. Ich warte auf Red Dead Redemption 3, weil für mich zählen nur AAA-Titel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Aussage interpretieren soll, mein Guter. Ich behaupte jetzt einfach mal, du meinst es nur gut und spielst nur gute AAA-Spiele. Weil viele AAA-Spiele, aber dass du gibst Indies keine Chance, du bist da hart. Und nein, die Kappas habe ich überlesen. Hab gefälligst eine ernste Diskussion mit mir darüber. Mist Nummer 2 wird super. Ich habe noch nicht mal Dragon's Dogma 1 gespielt, aber das wollte ich eigentlich auch mal nachholen. Das sieht halt auch ziemlich nice aus. Wolltest du nur Spaß haben? Hier? Ich glaube, es hackt. Dr. Damesco ist mit einem Datenchip entkommen, der Informationen zum sogenannten Poseidon enthält. Aus Angst um ihr Leben hat sie in der britischen Botschaft in Rumänien Schutz gesucht. Aha. Es gibt einen Hinweis, dass Malprev Carla den Schakal beauftragt hat, in die Botschaft. Ach, die Alte mit dem Raketenwerfer. Damesco zu kidnappen. Bond, Sie müssen Dr. Damesco davor schützen. Ich habe ein Zimmer in einem Apartment auf einer der oberen Etagen organisiert. Sie müssen sich aber an einem Heckenschützen auf der Straße vorbeischleichen. Ich gebe Ihnen ein Gerät mit... Typisch Rumänien. Immer diese Heckenschützen, Scharfschützen auf der Straße. Schlimm. Ab geht das. Und Agent Doppelherz, auch dir einen schönen guten Abend. LFG, was? Looking for Game? Looking for... Gamer Girlfriend? Wird einen direkten Angriff auf die Botschaft versuchen. Alles gut, wollte nur Spaß haben. Ja, genau. Kostet Dark Horizon, die Mod und dann ab geht's. Was ist Dark Horizon? Sorgen Sie dafür, dass Dr. Damesco nicht gefangen genommen wird. Alles klar, ich erschieße ihn. Dann wird er nicht gefangen genommen. Funktioniert so, oder? Sehr subtil. Kann ich... Okay, kann ich nicht. Oh, die sehen... Okay, ja, mhm. Oh, Gottes Willen. Rambo Mambo 5. Und ich habe keine Munition mehr. Jetzt habe ich wieder Munition. Uiui. Ah, da hinten ist auch der... Heck der Schütze. Warte mal. Viper. Kann ich jetzt... Kann ich nicht. Ah, doch, kann ich. Ich muss nur daneben schießen, damit er getroffen wird. Ja, das macht Sinn. Ich glaube jetzt auch mal nicht, dass das Gebäude irgendwann explodiert. Von daher gehe ich jetzt einfach entspannt in den Hintereingang, ne? Die Terroristen bewachen die Vorderseite des Gebäudes und haben zivile Geiseln genommen. Oh, das ist eine gute Idee, Kai. Das ist eine gute Idee. Ich mache mir mal gerade eine Erinnerung. Da habe ich irgendwie noch gar nicht dran gedacht, tatsächlich. Hinzufügen. Rampampam. Muss noch, ich hoffe mal, ich kriege aus dem Lied irgendeinen vernünftigen Teil, wo man das rausschneiden kann. Den neuen Punch Club Teil. Punch Club sagt mir, ich kenne Fight Club, aber Punch Club kenne ich jetzt nicht. Mag mich einer aufklären? Gehst in Anfangsstatten in der ersten Hälfte, bekommst du nachts hinein, kannst dann eine Insel fahren, okay? Du hast schon der 550. Pff, okay. Pff. Ich finde, alles, was sie im ersten Punch-Club-Teil falsch gemacht haben, haben sie mit dem zweiten Teil richtig gemacht. Zum Beispiel haben sie die Sache mit diesem Tokens gut geregelt. Was ist Punch-Club? Mag mich jemand aufklären? Film, Spiel? Schirm, Charme, Melone? Oh. A wird ihnen bei ihrer Ankunft weitere Anweisungen geben.
Ah! Oh. Ach ja, zielen kann ich sehr gut. Kann ich hier rein? Nein. Sad. Au. Daneben. Hoffe ich. Apropos daneben. Wo zum Fick muss ich hin? Hier? Verschlossen. Hä? Hier? Auch verschlossen. Was? Ja, geil. Lisa Panda 13 hat einfach mal 250 Zeug in Harry Potter 2 auf der PS2 gepackt. Richtig gutes Zeug, Kai. Dankeschön. 40% geschafft. Hä? Getting closer. What? Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus? Doch, komme ich. Oh, da oben muss ich mich dranhaken. Okay, alles klar. Goldene Waffe, erstmal den Kollegen da ausschalten. Lächeln. Toll. What? Hallo? Okay, ja, das macht natürlich so auch alles Sinn. Ich mag auch, dass sie sich nicht ernst nehmen. Du spielst einen aufstrebenden Boxer. Also ist es ein Spiel, okay. Anscheinend. PunchGab, okay, lange Erklärung. PunchGab ist ein Box-Management-Spiel, oh boy, mit verzweigten Handlungssträngen. Dein Ziel ist eindeutig. Das Erreichen des Ziels hängt aber davon ab, ob du ganz brav auf der Rangliste aufsteigst oder lieber eine moralisch verwerflich zwielichtige Route einschlägst. Okay. Also entweder bist du ein guter Boxer oder du bist ein guter Boxer mit Doping. Oder wie? Beziehungsweise Box-Management-Spiel, du bist ja nicht mal der Boxer. Du bist einfach ein Coach mit Doping. Pixelart. Ist das potenziell das Spiel, was Hand of Blood vor ein, zwei Wochen oder so irgendwie mal gespielt hat? Dann habe ich das potenziell mal, zumindest das Thumbnail gesehen. Wie auch immer ich das gemacht habe. Du hast einfach bei den Kanalpunkten unten bei der Channel-Belohnung Punkte hinzugefügt. Und das hast du gut so gemacht. Leute werden dir danken. Da, 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 Hilfe. Ha. Ob man hier rein kann? Oh ja. Natürlich. Ich glaube, wir müssen erstmal ordentlich abschrubben gehen von schmutzigen Gedanken. Was? Das könnte Sie vielleicht interessieren, 007. Passen Sie auf. Diese Visiten kann. Meine Täuschung ist maßlos und mein Tag ist ruiniert. Nur in einen Dietrich für digitale Schlösser verwandeln. Ihre Strahlen werden jede digitale Verschlüsselung zerstören. Ziemlich raffiniert. WrestleQuest Pro-Tipp. Ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von Sportspielen, muss ich gestehen. Ist es wirklich so gut? Gut. Ah. Ah, Einsatzziel erreicht. Level geschafft. Perfekt. Aber so lustig ist, dass du das Spiel dann von 5 Minuten beenden kannst. Kannst du einfach, wenn du das Spiel gestartet hast, sagen, ich gehe jetzt und lass meinen Boxer allein, dann kriegst du irgendwie so ein Bad Ending. Finde ich persönlich ja eigentlich immer ganz witzig, wenn du so eine Möglichkeit hast, einfach, fängst das Spiel an zu spielen und sagst dann, eigentlich will ich das Spiel gar nicht spielen. Und dann kriegst du halt irgendwie ein Bad Ending, weil du dich wie ein Arschloch verhalten hast im Spiel. Finde ich eigentlich immer ganz witzig. Eigentlich kein Sportspiel, ist ein RPG. WrestleQuest ist doch ein RPG, WrestleQuest ist doch kein Sportspiel. Da steht Wrestle und für mich ist Wrestle ein Sport. Also ein Theatersport, aber immer noch ein Sport. Und Quest ist nicht zwingend ein Sport. Die Kombination finde ich halt odd. Du musst einfach nur einen bestimmten Dialog abspielen am Anfang. Okay. Dann am besten aber nicht spoilern, falls ich doch mal dazu komme, das Spiel zu spielen. Damit ich es auch erleben kann. Das ist das beste RPG, wo man RPG spielt und halt geiles Zeug macht.
gute Beschreibung. Zivilisten. Bum bum, alle tot. Ingals. Da hinten sind noch Geisel. Gibt's hier gutes Zeug? Gibt's hier das beste Zeug, oder? Ne, hier gibt's einfach nix. Bekommt der beste Knochen der Wars. Wrestle Quest Rundenkampf RPG mit lustigen Anspielungen auf Wrestling. Okay, grundsätzlich cool. Ich könnte wahrscheinlich mit den lustigen Anspielungen auf Wrestling wahrscheinlich einfach fast nichts anfangen. Oder kann man das, oder versteht man das auch als. Als Dummi? Wenn dieser kleine Balken in der Mitte nicht meine Schüsse und Kugeln abfangen würde, wäre ich ja so glücklich. Hallo? Alle tot? Ah, nicht ganz. Aber wir arbeiten dann. Jetzt aber. Hier kann ich nichts machen. Nachladen kann ich. Ich weiß, ich bin leider Wrestling-Nerd. Okay, gut. Mein letztendes kann man es ja sicherlich mal irgendwie irgendwann ausprobieren. Ich muss ja eigentlich auch noch einen GeoGuessr-Stream machen, weil sich das ja ein paar Leute gewünscht haben. Warum auch immer. Wey! Okay, Bumschakalaka. Holla die Waldfee, was war das denn? Wand ist hier. Ja, geil. Zelda 25 hat einfach mal 160 Volt in Hardware 2 auf der Tod? PS2 Tod. Gebracht. Sind schon 45% geschafft. Kann ich hier durchschießen? Ich denke nicht. Hallo? Stabiles Glas. Okay, ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. 2005 hat einfach mal 250 Zeug. Ich habe sowieso allgemein mal darüber nachgedacht, dass ich eigentlich ja an Wochenenden auch mal so, keine Ahnung, außerplanmäßige Streams machen kann, wo ich einfach mal so ein bisschen was anderes zocke. War mal so eine potenzielle Idee. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, zumindest mal in Wrestling Quest oder sowas reinzuschauen. Oder den GeoGuessr-Stream zu machen, irgendwie sowas in der Richtung. Wenn ich dann halt mal Lust dazu habe, das ist dann halt auch mal die Frage. Lust und Zeit, das ist immer der Punkt. Agent 000 ist mal wieder am Werk. Glaubt mir mal, 000, was Zielfähigkeit angeht. Ich bin froh, dass ich ein Aimbot in dem Spiel habe. Ansonsten würde ich halt komplett untergehen. Moin, Chiss. Ja, Chris, meinte ich natürlich. Frag mich nicht, wo das andere herkam. Hoffentlich geht dir gut. Du hast einen schönen Mittwoch. Wie geht's dem furzenden Lama? Ich hoffe, gut. 007, wir haben den Bauplan der Botschaft überprüft. Wow. Es gibt einen Fluchtweg zum Dach irgendwo im Rundbau. Der einzige Hinweis auf seine Lage ist der Ausdruck König und Vaterland. Die Terroristen räumen gerade das Gebäude, sie müssen sich also beeilen. König und Vaterland? Ha! Richtig smartes Kerlchen, das ich bin. Danke. Ja, keine Ahnung, das ist so, Gerrit redet wieder schneller, als er denken kann. Passiert mir ja schon mal. Terroristen haben den Waffenschiff mit den Informationen zu Poseidon gestohlen. Bauchrednerin. Cool. Rüstung. Oh, Liebe. Und hier ist wahrscheinlich Checkpoint. Checkpoint. Nice. Und ich bin noch nicht gestorben. Ich werde langsam richtig gut in dem Spiel. Ist ja eklig. Kann ich hier furzende Lamas verweisen. So, ja gut, ich meine, er hat das letzte Mal hier so ein furzendes Lama geschickt und ich habe nur gefragt, ob es ihm jetzt halt gut geht. Und offensichtlich geht es ihm blendend. Komm ich hier raus? Ah ja. What? What? Geh weg, du Lurch! Was für ein freveliges Verhalten. Ja, ja, der berühmte James Bond.
Okay. Oh, Alter, Steuerung, ey. Mhm, das sehr gut. Was für Waffen habe ich denn sonst noch? So, lass mal gerade gucken. Faust ist super. AK könnte man nochmal probieren. Hallo. Kriegt der nicht Schaden? Viper. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Juhu. Das ist mir alles irgendwie zu lange hier. Kann ich sie in dieses heiße Etwas droppen potenziell? Ja, warte mal. Doppelklackezort. Hoppla! Schade aber auch. Trinke Wasser, jawohl. Prost, Ninja. Ja, da hat sich wohl der Schakal an mir die Zähne ausgebissen. Bam, bam, bam. Munition habe ich noch. Kriege ich auch ihre Waffe? Die fand ich irgendwie ganz nett. Prost, Menkudor. Oh, hoch kommen wir auch. Hat sie ihre Waffe fallen lassen? Das finde ich ja richtig nett. Hat's. Mit jeder Menge Schuss? Hallo. Meiner? Wohl nicht. Und so schnell, wie er gerade runtergeflogen ist, hätte er eigentlich explodieren müssen. Oh Gott. Rampampam, mein Guter. Wo ist er? Da ist er. Okay, irgendwie habe ich keine Munition mehr. Das ist jetzt tragisch. Aber... Oh Gott! Oh Gott. Alter. Nö. Alter, nö. Nö. Wie viel Leben habe ich? Oh, zwei. Verahne Böses. Speedrun, Alter. Bup, tschüss. Finde ich immer nur lustig. Bond, sind Sie dem Schakal begegnet? Was ist passiert? Ich habe Sie im Griff. Mann, ist der cool. Okay, Rüstung. Und ich bin noch nicht mal voll. Oh, warte, dann gehe ich nochmal zurück. Da hinten war nämlich definitiv noch eine Rüstung, die ich mir noch gönnen kann. Die da. Zack, so. Volle Pulle. Und dann nehmen wir jetzt die starke Waffe von Madame. Und versuchen wir den Helikopter einfach nochmal niederzuschießen. Hallo. Problematisch wird es halt eigentlich erst. Ja. Gucken wir mal. Klingt ja wie ein Roboter. Was? Okay. Bond ist auch ein Roboter. Bond ist eine Maschine. Nein! Ah! Shit, fuck! Macht das denn so viel Schaden? Wo? Hass. Stirb, Schweinebacke! Ja, mach das weiter. Ja, oh, ja. Mach genau das. Oh, ich liebe es, wenn du das tust. Was tut er?
Ich bin mir nicht so sicher, aber ich gehe mal an die nächste Waffe. Es sieht verdächtig aus. Okay, let's go. Ja gut. Da haben wir das auch geklärt. What? Der hat sich aber sehr viel Zeit gelassen. Jetzt Beyblade. Will sich noch entscheiden, ob er abstürzen möchte. Der Pilot war sich auch nicht so sicher. Soll ich nicht? Ich hab schon Bock drauf. Und dann gegen Ende hat er sich gedacht, ach komm, lass laufen. Gönnen wir uns. Straßen von Bukarest. Jetzt wird Bukarestet. In ihrem Bericht hat uns Dr. Damesco informiert, dass es sich bei Poseidon um ein Geheimlabor handelt, in dem Malprave ihre Klone entwickelt. Die Lage Poseidons bleibt ein Geheimnis. Diese Information befand sich auf dem Datenchip, der von Malpraves Männern gestohlen wurde. Mhm. Dr. Damesco hat eine Mikrobacke auf dem Chip installiert. Man braucht jedoch ein spezielles Ortungsgerät, um ihr Signal zu empfangen. A hat ein entsprechendes Gerät entwickelt, damit sie sofort zum nächsten Bahnhof kommen und verschwinden können. Mhm. Unser Aufklärungssatellit zeigt an, dass der Pilot den Chip irgendwo über der Stadt abgeworfen hat, bevor sein Zelda Helikopter 25 zerstört wurde. Zelda 25 hat einfach mal 20 Zeug in Harry Potter 2 auf der PS2 gepackt. Also so schnell wie möglich sind finden. Schon 46% geschafft. Getting größer. Getting größer. Ihre Q-Brille wird Ihnen helfen, den Feind auch in dunklen Gegenden zu orten. Gehen Sie vorsichtig damit um, 007. Sie ist sehr teuer. Natürlich. In die Vorsichtigkeit in Person. Deutsch kann ich. Ja, geil. Olivia Sung hat einfach mal 2.000 Zeug in Harry Potter 2.000 von Olivia, dankeschön. Und auch dir einen schönen guten Abend. 47% geschafft. Getting closer. Fahren wir wieder und schießen auf Dinge. Der Datenchip wurde aus dem beschädigten Helikopter geworfen. Nam, nam. Sie das Ordnungsgerät von A. Oh, ich habe Raketen. Get weg. Behaupte jetzt einfach mal, dass ich an dem Ding einfach vorbeifahren muss. Ich habe keine Rakete mehr. Das ist ja tragisch. Könnte vermutlich Waffen wechseln. Au. Kann ich? Kann ich nicht. Ich habe keine anderen Waffen. Und tschüss. Und Panzerung läuft. Guck mal hier, Geheimgang gefunden. Ab geht das. Wo kommst du her? Meine Güte. Granaten. Tschüss. Fühl wie Sonic. You're too slow. Geht aber schon ab. Bam, Junge. Jetzt abdrängen. mehr Granaten. Bam, Junge. Bam, Junge. Gedreckt. Okay, es sind nur zwei Raketen, die schießen muss. GPS-Kabel zeigt die Position des Ortungsgeriffs ab. Jetzt Ölspur? Was? Wo? Ah! Joink. Gut gemacht, 007. Jetzt suchen Sie den Chip. Sie Aha. haben wenig Zeit, bevor Malpraves Chip finden. Wenn ich Chip finden muss, ich vermute einfach mal erst bei Chip. Und Sie retten gerade den Tag. Denn den Bösen geht's ja bekanntlicherweise schlecht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass meine Reifen irgendwie wieder etwas abbekommen haben, weil irgendwie bin ich nicht mehr so ganz flott unterwegs. Aber die meisten Gegner sind auch schon irgendwie alle tot. Ich freue mich in der Challenge schon auf Beyblade V-Force. Nicht das Spiel soll kacke sein, da das beste Gameplay-Spiel bei eBay. Echt? Dann freue ich mich irgendwie drauf, weil Beyblade stelle ich mir eigentlich ganz lustig vor. Fahr den schönen Wagen, schön Aston Martin nicht zu klump, Banause. Ich fahre nicht zu klump. Ich erhöhe seine Einzigartigkeit. So. Oh Gott.
Ah, jetzt ist er wieder schneller. Oh oh. Ah! Oh Gott. Oh je. Ui, 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 ui. Please leave. Ich habe unendlich Raketen. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Warum habe ich das vorher nicht gewusst? Ui, ui, ui. Hier. Data-Chip. Sure. Das wollte ich so machen. Yeah. Guckt euch an, was Bond so kann. Sie müssen irgendwie über den Fluss kommen, 007. Ich habe Ihnen eine Antriebsunterstützung dagelassen. Ah, Antriebsunterstützung, das ist gut. Stirb-Helikopter, ich hasse dich. Ölspur, Ölspur, Raketen, Booster. Oh Gott! Oh oh. Ich hab zu spät den Booster gezündet, scheiße. Versuchen wir das nochmal. Ich mach das jetzt aber auch nur, damit Reaper sehen kann, wie sehr ich den Wagen nicht kaputt mache. Wie gut ich doch im Fahren bin. Offensichtlich sehr. Ich hab nur einmal kurz die Wand geküsst. Ich liebe Wände. Oh, mon amour. Da geht's nicht lang. Uah! Hallo? Okay, das war auch nicht meine Schuld. Der Gegner ist förmlich auf mich draufgesprungen. Okay, also ich hab getan, was ich konnte. Joink. Joink. Und ich bin an der Panzerung vorbei. Läuft. War geplant so. Wow! Was war das denn? Ui, 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 ui. Oh. Ah! Das war auch nicht meine Schuld. Das waren die Schuld von meinen Raketen. Muss man ja fairerweise dazu sagen. Alter, das ist aber auch, die blockieren einen hier, wie Leute, die einen blockieren. Das ist ja schweinisch. Okay. Mal schauen, gibt es hier Panzerung? Jawohl, das wollte ich doch haben. Der kommt weg. Hier hinten fahren wir vorsichtig rein. Und die arme Reaper, die schon wieder ein Herz in Herzkasper kriegt. So. Tschüss. Natürlich gut gemacht, habe ich. So, was schreibt ihr noch alles für den Wagen? Zumindest das einzige Baby für auf dem Cube. Ich habe auch aus Family Guy gelernt, dass die Bösen nie mit den Waffen zielen und schießen können. Nicht nur aus Family Guy. Star Wars ja hauptsächlich, ne? Stormtrooper. Aber das hat ja Family Guy tatsächlich wunderbar auf die Schippe genommen. Und es gibt noch irgendeine andere Szene, ich weiß nicht mehr aus welcher Episode oder Folge das war bei Family Guy, aber da sind auch irgendwie zwei Typen, die irgendwie hinterherlaufen, die auch irgendwie in jede Richtung schießen, nur nicht nach vorne. Herzinfarkt. Wie sehr liebst du dein Herz? Die haben nur wenig Zeit, bevor Malgraves Männer ihn finden. In Stößen. Stör. Warum landen die Kackdinger eigentlich immer vor mir? Das ist doch nervig. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Und jetzt boom und jetzt wieder epische Szene. Yeah! Busfahrer, entschuldigen Sie, ich kann Sie nicht mitnehmen. Der Bus hält nur einer Maschine stand. Kannst du dir ja wünschen, Marin, dann kommt es nach Tyson und Castlevania. Dann bridge sein Gameback doch, dann gehen wir aufstehen, dann freue ich mich mal auf Failcode Flownate.
Genau, Felix hatte jetzt auch die Möglichkeit, sich Spiele zu wünschen. Ich habe mir da erstmal heute direkt Castlevania Area of Sorrow gegönnt. Kommt dann als nächstes. Da freue ich mich drauf. So, und Kurve. Okay, hier geradeaus. Dann gibt es hier unser storyrelevantes Dingselbimsel. Okay, hier springen wir drüber. Wow, das war aber auch haarscharf. Und es kam irgendwie keine coole Szene. Strange. Sie müssen irgendwie über den Fluss kommen, 007. Ich habe Ihnen eine Antriebsunterstützung dagelassen. Ja, Booster, den sollte ich mitnehmen. Das ist sehr gut. Und Booster. Mit A aktiviere ich den Booster. Hui! Ja! Easy Game. Meine Spielwünsche bei dir. Simon, du bist doch gerade da. Kannst du mal eine Umfrage gerade starten und fragen, ob ich Spielewünsche haben soll oder nicht? Sie werden sich mit A treffen müssen, 007. Unser Satellit zeigt an, dass es dort nur so von Malprefs-Männern wimmelt. Sie müssen extrem vorsichtig sein. Ich habe was gefunden. Immer die Russen. Okay. Sure. They see me rolling. I shoot them. Oh. Oh, hinter mir war was. Ratata, ratata. Moment, ich hab Schuss? Ich habe begrenzte Schussanzahl. Wie öde ist das denn? Holla. Sehr stabiler Mensch. Oh, oh. Leute. Man schießt doch nicht mit Panzern, mit einer Panzerfaust auf einen Panzer. Das gehört sich nicht. Ballon. Ballon? Habe ich verstanden. Nachdem ich dreimal drüber nachgedacht habe. Hast du davon einen Witcher gesehen? Ich habe leider immer noch nichts von Witcher gesehen tatsächlich, aber ich weiß natürlich nicht, wie es mit den anderen ist. Ich sehe die Umfrage in meinem Setup nicht, allerdings habe ich einmal kurz in meine Übersicht geguckt und da kann ich sie sehen. Oh oh. Nö, 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 nö. Das war mal eine Brücke. Ende. Daisy who? Daisy Miro. Oh, pff. Agent, echt. Ich meine, gut, aber Alter. Geht doch nicht über stumpfen Humor und schlechte. Es ist eigentlich nicht mal ein Wort. Es ist mehr so ein Misheard Lyrics. Das Böse! Ah, nett hier. Aber waren Sie schon mal in einem russischen Panzer unterwegs in der Großstadt? Ich glaube nicht. Oh. Gutes Zeug. Okay, das ist jetzt. Ey, 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 pfui. Böses Kältchen. Brauche ich mal so einen Wilhelm-Schrei. Aha!
Haben wir... Oh, das sieht verdächtig nach böse aus. Soll mit ihrer Clownskiste da verschwinden. Nicht ein Helikopter. Glaube ich. Oder sonst meine Ketten. 007, Malgraves Männer haben einen Versorgungszug beschlagnahmt. Gehen Sie auf den Beobachtungsturm. Batterien für diese Brille sind bald leer. Ja, ich habe sie aber auch nicht aktiviert, also geht sie wahrscheinlich nachher einfach irgendwann aus. Sure. Oh Gott. Oh oh. Ich hoffe, das ist Rüstung. Es sind Granaten. Okay. Oh. Nein. Wie schieße ich die Raketen ab oder die Granaten? Er hat es irgendwie nicht gemacht. Oh boy. Wusste schon das eine oder andere, was ich mir hier wünschen könnte, und nein, kein Madden. Das sollen andere für mich machen. Hast du etwa Mitleid mit mir, Joker? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ursprünglich ein Knock-Knock-Joke. Mit Daisy? Daisy me. Kannst du den mal bringen? Den kann ich mir jetzt gerade beim besten Willen nicht vorstellen, wie der funktionieren soll. Und vielen Dank für den Follow Final Blazer. Final Blaze 3R. Dankeschön. Und einen schönen guten Abend wünsche ich. Gerin, dein Bot geht nicht, das verbotene Wörtern. Oh, wait, you're right. Warte mal, wer hat es denn eben gesagt? Habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Kann man jemand Madden schreiben gerade? Mehr als verdrückt werden. Mensch, stimmt. Hä? Warum? Ich glaube, mein Bot hat inzwischen auch schon wieder Feierabend. Oh, wie nett. Tschüss. Das muss ich mir auch nochmal angucken. Keine Ahnung. Aber guter Hinweis. Habe ich jetzt irgendwie tatsächlich auf die Schnelle gar nicht realisiert. Nein, 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 nein. Geh du mit deiner Raketenwerfer da weg. Gut. Oh, mein Controller vibriert die ganze Zeit jetzt nicht mehr. Das ist gut. Was? Oh. Weg mit dir. Okay. Um alle tot. Exquisit. Ah. Okay, jetzt ist es weg. Nein, 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 nein. Bleib mal mit euren dicken Dingern weg. Brauche ich jetzt gerade nicht. Oh. Okay, der ist nicht böse, sorry. Du sahst blau aus. Da wurde ich aggressiv. Ah, da war Panzer. Okay, da haben wir das. Aber was unter? Ich kann jetzt tatsächlich gerade die Umfrage nicht sehen. Also ich weiß nicht, was du gemacht hast, Simon, aber es ist bestimmt, du meinst es bestimmt nur gut. Ich weiß es ja. Und ja, ich weiß nicht, wie es kommt, aber anscheinend scheint ja das M-Wort den Bot aus irgendeinem Grund nicht zu triggern. Was mich wundert, weil eigentlich habe ich nichts verändert. Also, eigentlich sollte man, wenn man es sagt, noch rausgeschmissen werden. Eigentlich. Taktisch.
mein Bot anscheinend sehr selektiv. Soll Gerrit sich rasieren? Ach so. Weiß nicht, soll Gerrit sich rasieren? Ich kann es nicht sehen. Also kann ich nachher einfach sagen, selbst wenn ihr wollt, dass ich mich rasiere, kann ich einfach sagen, ich weiß von nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich wasche meinen Bart in Unschuld. Diese Q-Brille wird Ihnen einen Vorteil in der Dunkelheit verschaffen, 007. Cool. Ich mag Vorteile. Nö, 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 nö. Alter, wie viel Schaden der mir in kurzer Zeit gemacht hat. Lecco mio. Du versinkst im Chaos. Was machst du denn? Nö, nö, nein! Arschkuh! Ich versinke ein bisschen in Verzweiflung, wenn ich nachher wieder gegen die beiden Panzer da stehe und ich meine Granate nicht abfeuern kann. Das fände ich ein bisschen schade. Boom, alle tot. Kann ich nicht noch ein bisschen Rüstung aufsammeln? Das finde ich eigentlich ganz nice. Boom. Ah ja, da. Da drüber. Nice. Nein, 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 nein. Gut. Genau, das sind die Granaten. Jetzt kommen die Panzer. Die feuer ich ja eigentlich mit... Das ist nun sorry. Was denn? Gegen die Umfrage habe ich nichts. Alles gut. Ich sehe das entspannt. Ich sammle Granaten auf, aber kann sie nicht schießen. Was soll das? Oh, ist das nervig. Meinst du, wäre halb so schlimm, wenn ich nicht getroffen hätte oder so, weil der schießt ja nicht mal. Extrem unlecker. Kuscht euch. Aber weggeschoben. Oh. Nein, nein, nein. Ach, scheiße. Verfolgt er mich? Oh, verfolgt mich. Nein, stirb. Stirb. Alter. Bin irgendwie gerade langsamer als vorher, was das Abschießen von Gegnern angeht. Warum? Warum ist eigentlich immer das Wechseln von Waffen woanders? Okay. Alles klar. Ich muss auf dem Steuerkreuz rauf und runter drücken, um Waffen zu wechseln. Das stand wahrscheinlich vorher auch bei den Steuerungen. Aber kann man nicht einfach die Steuerung einheitlich lassen für alle Level? Waffe wechseln ist immer auf den gleichen Tasten? Ist das denn zu viel verlangt? Diese Q-Brille wird Ihnen einen Vorteil in der Dunkelheit verschaffen, 007.
Stirb. Dann bist du mir nicht wieder verzweifelt. Ich bin jetzt aber auch nur verzweifelt, weil die Steuerung so wieder so odd war. Ich meine, wenn ich jetzt einmal vorne bin bei den Panzern, die Steuerung, nicht die Steuerung, die... Jetzt weiß, wie ich die Waffen wechsle, sollte es ja eigentlich gehen. Ich denke mal, das ist ein Schuss auf die brennenden Container oben über der Brücke und die Dinger sind kaputt. Ansonsten ist die Mission eigentlich relativ entspannt, würde ich sagen. Man fährt halt, man ballert halt mit so einer schönen Minigun auf alles, was kreucht und fleucht. Und gut ist. Das lässt sich doch eigentlich alles irgendwie machen. Mal hier so zum Beispiel. Bam. 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 Piu Piu. Großes Piu Piu. 007, Margraves Männer haben einen Versorgungszug beschlagnahmt. Gehen Sie auf den Beobachtungsturm. Ja, ja. Natürlich. Lebt er noch? Nein, okay, er lebt nicht. Wollte ich schon sagen. Alle tot? Alle tot. Was? Nix, alle tot. Der lebt noch. Was ein Penner. Unerhört. Von da vorne ist Rüstung, ne? Genau. Und dann müssten da vorne jetzt die Anführungszeichen Granaten kommen. Ah ne, da kommt noch. Ach, der Hubschrauber kommt noch. Okay. Okay. Ah, da haben wir es jetzt. Okay. Und das ist die Munition für die Kanonen. Okay, alles klar. Ja, dann müsst ihr jetzt nur noch oben drauf schießen. Gut ist, ne? Denke ich. Easy Game. Man muss halt jetzt nur wissen, wo zum Fick man auf die dicke Kanone wechselt. Und man muss natürlich mit ihr umgehen können. Ja. Gibt es eigentlich ein Spiel, ein Rennspiel, wo man mit Panzern fährt, die driften können? Das wäre doch mal geil, oder? Ich habe den Chip. So was wie Mario Kart, für Sie kein Problem herauszufinden, nur halt mit Panzern. Wo sich geheimes Labor befindet. Ich finde die gut. Das überlassen wir selbstgeschickten Händen. Das sind sie in der Tat. Uiuiui. Tanks, Tanks, Tanks eventuell. Ja. Schöne Sache. Silbermedaille, das ist okay. Vorhandwasser. Okay, nächste Mission. Aber mit einem Blick auf die Uhr, meine lieben Freunde. Gerät sieht aber sexy heute aus. Dann hast du mich mal in meinen anderen Tagen wahrscheinlich noch nie gesehen. Ich sehe eigentlich immer sexy aus. Das sagt mir nur selten einer. Alles okay. Menschen sind in der Regel schüchtern. Das kann ich verkraften. Nur eine Kirche sind on. Dann lass uns doch gerade mal gucken. Jamsch theoretisch auch, aber Holunder ist... Ach, Holunder ist da auch so einsam. Wir müssen ein bisschen was zur Fräulein Holunder schicken, habe ich das Gefühl. Sitzt da gemütlich mit zwei Leuten, dann kriegt ihr auch noch ein bisschen Stress am Abend, wenn ihr auf einmal so viele Leute seht. Und dann passt das. Dann raiden wir nochmal bei Fräulein Holunder. Da freut die sich bestimmt. Wie auch gerade Pokémon. Und was gibt's Besseres, als von James Bond zu Pokémon zu wechseln? Heierzeit, genauso langsam, was ich... Du meinst bei Wacken? Nein. Immer. Ich sehe immer sexy aus. Driftman hat Panzer, die driften können. Das war ein Viva-Titel vor 14 Jahren. Das wäre natürlich auch nochmal eine Idee, denke ich mal, ne? Muss ich mal angucken. Vielleicht google ich mal danach. Gut. Ich wünsche eine schöne gute Nacht zusammen. Danke fürs Reinschauen und dabei sein. Freitagabend geht es dann weiter. Dann gucken wir mal, was das Spiel noch so zu bieten hat. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche euch eine schöne Restwoche. Erholt euch gut und wir sehen uns. Macht gut. Tschüss.